Herzlich willkommen zurück zum Eurotruck Simulator. Wir verlieren mal keine Zeit und holen uns hier gleich mal den nächsten Auftrag. Und wir können wirklich diese Benzin fahren. Ich habe es im letzten Part ja schon angesprochen. Und Diesel bringt uns hier aber sehr viel Geld. Deswegen fahren wir jetzt auch mit Diesel. Ich habe gerade schon den letzten Part aufgenommen und jetzt gleich den nächsten. Das heißt, es ist bei mir immer noch Freitag. Das muss ich gerade mal. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Wie fahren wir denn am dümmsten? Rechts ist der schlaueste Weg. Ah, wir hätten noch nach Paris fahren können. Ja, wir waren lange nicht mehr in Paris. Fällt mir da gerade so auf. Also werden wir wahrscheinlich im nächsten Part von Brüssel nach. Paris fahren. Und jetzt die Ampel wird mal grün. Sehr schön. Wir haben jetzt natürlich hier auch schön diesen Öl, also diesen Anhänger. Den Kanister-Anhänger hier. Ich weiß nicht, wie man den nennen soll, den Anhänger. So, jetzt muss man hier vorsichtig rumlenken. Und nun sind wir auf dem Weg nach Brüssel. Der letzte Part schien mir ziemlich kurz zu sein, also im Gegensatz zu den Strecken, also Bordeaux, also Brüssel-Bordeaux oder auch Lyon-Brüssel jetzt. Die Strecken sind ja länger, als wenn wir Bordeaux-Brüssel fahren. Als wenn wir Bordeaux-Lyon fahren. Aber genauso ist halt auch die Strecke kurz Paris-Brüssel, ja. Müssen wir mal gucken, dass man weit in ein neues Land expandiert. Deswegen würde ich schon gerne Spanien nehmen. Und ja, es wäre ganz nice, wenn ihr mir das, es wäre ganz schön, wenn ihr mir das jetzt schon hier unter diesem Part in die Kommentare schreibt, in welches Land wir expandieren sollen, weil nach der Fahrt hier sollten wir eigentlich 32.000 von 36.000 haben. Was bedeutet, dass wir dann nach dem nächsten Part rein theoretisch, rein praktisch in ein weiteres Land expandieren können. Je nachdem, wie viel Geld wir dann nochmal für den Auftrag verdienen. Wobei Brüssel, Paris bringt uns da kein Geld für. Das ist wirklich. Außer die Old Train. Und die fahre ich nicht. So, jetzt hier ein bisschen Nitro. Nitro wäre auch sowas Tolles. Aber wir fahren jetzt eh erstmal an die Tankstelle ran. Zum einen volltanken und ne, wir fahren ja nach Brüssel. Also nach Belgien. Da ist Benzin teuer. Und haben sie auch das Geld. So, tanken wir mal. Und dann fahren wir gleich noch schlafen. Ja. So. Ja, 255 Euro für 258, Liter. Ich verstehe gar nicht, die Eurozahl ist immer gerade, aber die Benzinzahl total ungerade. So, und dann sage ich gute Nacht. Erste Woche, Sie sind nun seit einer Woche LKW. Also, wir fahren jetzt schon eine ganze Woche LKW. Schnabeltassentrinker, Sie haben den LKW nun 10-mal betankt. Ha. Cool. Schnabeltassentrinker, muss man sich merken. So, Gudi, dann fahren wir weiter. Nun ist es 2 Uhr. Mitten in der Nacht also. Wir fahren hier mit Fernlicht. Das ist ja auch nicht so eine gute Idee. Blendet ja eigentlich die anderen Autofahrer. Also fahren wir hier mit Kurzlicht. Ja, mit normalem Licht. Ah, und dadurch, dass wir getankt sind, werden wir nach dem Part keine 32.000 Euro haben, sondern etwas weniger. Oder vielleicht doch noch. Ja gut, wir haben gerade für einiges Geld getankt, ja. Naja, gut. Wir wollen mal sehen, dass wir jetzt nach Brüssel kommen. Also müssen wir erstmal Richtung Paris. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon durch Bern, also man könnte jetzt ja auch hier so über Bern fahren. Also, ich zeig's hier mit der Maus, ne? Über Bern, dann hoch Richtung Frankfurt und dann hier oben über Amsterdam nach Brüssel runter. Total weiter Weg. Wir würden aber mal was anderes sehen.
Aber ich weiß gar nicht, ob man da langfahren kann. Oder ob man die Länder wirklich erst freischalten muss, um dann da langfahren zu können. Oder ob man die Länder einfach bloß freischaltet, um dort Frachten annehmen zu können und abliefern zu dürfen. Das wäre natürlich eine gute Frage. Das könntet ihr, wenn ihr möchtet, mir auch mal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr googeln oder so. Das wäre doch eine ganz gute Idee. So, jetzt fahren wir schon geschlagene 5900 Kilometer mit diesem Truck. Also nach der Fahrt werden wir wahrscheinlich auch 6000 Kilometer gefahren sein, inklusive Anhänger, also nicht nur Zugmaschine. So. Der macht jetzt hier die Lücke frei. Und jetzt versuchen wir mal, den LKW hier zu überholen von uns. Ich muss sagen, eigentlich ist unser LKW, den wir momentan fahren, schon ziemlich schnell. Außer in den Kurven. Ja gut, es ist irgendwie klar, dass er in den Kurven langsam ist. Aber ich kann ja hier auch. Ich muss immer so lenken. Man sieht am Lenkrad. Weil, ja, Tobi hat mein Lenkrad und sonst würde ich wahrscheinlich das Spiel mit Lenkrad spielen. Dann könnte ich auch viel besser agieren, rein theoretisch. Weil da gleich Blinker mit, weil ich dann gleich Blinker habe und Gangschaltung, kann ich die ganze Zeit auch mit Gangschaltung spielen. Aber gut. Tobi spielt ja Formel 1 mit Mr. Mittelsinger. Und deswegen. So, ne? Ja, ich gleich noch Werbung machen. Ja, weiter geht's hier. Weiter geht's durch die Berge. Durch die Berge. Ja, irgendwie, also ich bin ja so lange nicht mehr gefahren, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise diese Strecke lange nicht mehr gefahren. Ja, jetzt schon mal 60. Aber ich die ganze Zeit manuell fahre, kann ich nicht mehr blinken ordentlich. Ich habe irgendwie Blinker und Gangschaltung mit der Scheiße gelegt. Müsste man mal gucken, dass man das vielleicht irgendwie umlegt. Hier so ungefähr Blinker. Naja, gut. Und dann geht's ja, jetzt werden wir überholt. Aber das ist ja auch egal, wir sind ja hier, wir fahren unser eigenes Tempo. Und wir werden das schon noch schaffen nach Brüssel. Ja, jetzt fahren wir hier wieder ganz schnell, weil es so ein bisschen bergab geht. Wobei ganz schnell für uns. Die anderen sind ja immer noch schneller als wir. Na gut, knapp 100. Ja, so geht das. Er hat uns bergauf überholt, wir überholen ihn bergab. Wir sind schwerer und wollen natürlich schneller. So, Gudi. Wir sind auf der E15. Lisse. Haben wir den jetzt überholt? Ich fahre dem gleich auf seine Spur hier. Richtung Paris, E15. Das ist sehr schön. Vorne ist eine Tankstelle. Tanken tue ich nicht, ich überlege wegen Schlafen. Ich glaube, wir schlafen einfach in Brüssel. Und zwar noch in diesem Part. Und werden dann am nächsten Tag. Im nächsten Part ausgeschlafen weiterfahren können, weil in Brüssel ist ja wenig sind ja wenige Schlafmöglichkeiten, beziehungsweise in Brüssel eine und in Belgien keine weiteren. Er ist wieder in Frankreich, wobei an der Grenze war ja jetzt doch ein Schlafplatz gewesen und erhöhte Benzinpreise. Das Belgien. Das ist dann das belgische Öl. Na gut. Ja, hub mal nicht. Ich fahre hier ganz ordentlich. Ich kann auch hupen. Ich finde die Hupe ganz lustig. Also eine schwule Hupe wäre auch cool. Am besten ja so eine Fahrradhupe, wo man das so aufdrücken kann. So. Tötet. Das
halt eine normale LKW-Hupe. Ne? Oh, jetzt sind wir wieder langsamer und jetzt kommt der andere LKW an, den wir ja gerade erst überholt haben und uns überholen. Aha. Jetzt gehen wir mal einen Strich durchrechnen. Denn wir versuchen jetzt hier den NBFG zu überholen. Den wollten wir ja vorhin, wollte ich den schon überholen. Da er nicht gerade der schnellste war. Aber irgendwie kommen dann immer Kurven, wenn ich ihn überholen will. Man sieht das jetzt ja gerade. Ich kann wieder hinter ihm fahren. Kann natürlich auch im Windschatten liegen. Aber naja, gut. Ich komme hier immer auf den Speed. Speedy Gonzales hier auch. Entschuldigung, da hinten. Boah. Ich kann ja gar nicht mehr fahren. Ich wollte den jetzt eigentlich echt mal überholen hier vor uns. Und weggedriftet. Und nun geht's weiter hier links. Und jetzt. Oh Mist, jetzt habe ich zu stark eingelenkt, oder? Nein, doch nicht. Ich habe nicht die Speed verloren. Jetzt ziehen wir an ihm vorbei. Magische Blinker. Ich wollte eigentlich schon noch auf die Spur fahren. Ich bin nicht umsonst geblieben. So, ja, jetzt sind wir ein bisschen langsamer wieder. Und jetzt kommt. Oh, jetzt kommen sie an. Beide. Das ist jetzt ein bisschen doof. Geht hier nämlich bergauf. Nicht so schnell. Naja, gut. Da hört dann unser Truck auf mitzukommen. Und er überholt uns wieder. Gewinnt das Rennen, wenn wir. Biegen jetzt nicht ab nach Bordeaux. Weiter in Richtung Paris, Amsterdam. Müssen wir uns jetzt hinter ihn einsortieren. Hinter ihm einfädeln. Na gut, also haben wir noch. Er biegt ab. Feigling, Feigling. Ich hätte dich noch überholt. Gut, naja. Somit sind wir jetzt hier. Wieder für uns auf der weiten Autobahn. Ich fahre jetzt mal mit. So, jetzt habe ich gar nicht unten geguckt auf den Kilometerzähler. Wir sind schon bei 6000, bei knapp 6300 Kilometern, die wir mit diesem Ding hier schon gefahren sind. Das ist echt ein Stückchen, muss ich sagen. Wenn man überlegt, Paris von wer? Nein, wir wollen nicht nach Paris. Wow. Wir wollen nicht nach Paris, wir wollen nach Brüssel. Mensch, das macht mich hier wieder ganz verrückt. Wobei eigentlich. Fahren wir jetzt schlafen? Nein, nein, nein. Wir fahren in Brüssel schlafen. Tank reicht auch aus. So, ich fahre jetzt schon wieder auf die Spur, denn da geht's gleich nochmal nach Paris rein. Mit zwei Abfahrten. Ich muss sagen, Paris ist eine echt schöne Stadt. Ich glaube, das hatte ich aber auch schon mal erwähnt, als ich in Paris angefangen habe. Nee, wir haben ja in Brüssel angefangen, damit wir Frankreich dazu bekommen. Ich wollte ja unbedingt in Frankreich fahren, weil, keine Ahnung. Weil irgendwie alle meist Deutschland nehmen, bestimmt alle deutschen Let's Player Deutschland. Und dann, ja, wobei, wenn man von Frankreich nach Deutschland expandiert, ist es teuer, als wenn man von Stand nach Frankreich expandiert. Bisschen doof, aber was soll's. So, jetzt hängen wir uns hier an den Holz-LKW. Da hat man auch Angst, dass das Holz runterfällt. Und jetzt fahren wir nach Brüssel rein. So. Ich fahre mal ein bisschen hier, ein bisschen chaotischer. Ich wechsle mal so. Der rechten Hand komme, kann ich besser lenken. Und dann wird das hier auch noch ein Drift. Ui. Das war knapp. So, und jetzt Gas geben. Nach Brüssel wollen wir. Nach Brüssel. Ich gucke jetzt nicht auf die Karte.
Na gut, wir sind ja auch erst gerade aus Paris raus. Wir sind ja noch in Frankreich, wir haben noch nicht die Grenze passiert und wir sehen auf der Karte jetzt oben rechts, dass in nächster Zeit auch keine Grenze kommt. Ich habe gerade überlegt, was ich sagen wollte. Naja, gut. Na, hier ist er rechts und links. Schön die Landschaft, die Bäume und so. Ich glaube, ich schlafe hier gleich ein. Also wollen wir hier mal ein bisschen schneller fahren. So. Ja, mit irgendwas habe ich noch Modern Warfare 3 offen auf der PS3. Spiele ich eigentlich gerade. Aber ich dachte mir, ach, ich nehme jetzt für Abonnenten nochmal ein Hündchen auf. Das ist zwei. Ich habe gestern auch schon einmal aufgenommen, gestern am Donnerstag zur Kursierbefahrt. Und ja, das habe ich. Und nun, ich kann gar nicht spielen ordentlich mit einer Hand. Und nun, werden wir mal hier ein bisschen fahren, ein bisschen ordentlich. Oh. Okay, also Multitasking, ja. Ich fahre am Laptop und versuche an der PS3 hier ein bisschen rumzuspielen. Na gut. Wir sind jetzt doch schon an der Grenze. Da seht ihr sie da hinten. Amsterdam, Brüssel. Ich könnte natürlich auch mal auf der Spur fahren hier. So, warte. Da war doch Internetpause. Das ist mit der Laptop-Bildschirm im Weg. So. Willkommen in Belgien. Da ist Verlauf. Ich wollte jetzt eigentlich auf Facebook. So, was gibt's Neues? Ein Better zu Far Cry 3 für PC-Spieler? Was geht da denn ab? Oh, oh, das müssen wir uns angucken. Ne? Oh, oh, Spielertipps, Spielertipps. Da habt ihr aber eine böse Meldung verbracht. Oh nein. Far Cry 3 geschlossene Beta-Phase im Sommer geplant. Och, Assassin's Creed. Ich will hier keine Werbung. Ja, ihr seht, ich fahr schon ein bisschen langsamer. Da ist schließen. Ja, Assassin's Creed 3 kommt raus. Freue ich mich schon drauf, werde ich mir holen. Aber für die PS... Bums. Für die PS3. Okay, hier ist ganz schön Verkehr, jetzt muss ich hier echt ein bisschen aufpassen, was ich tue. Jetzt konzentriere ich mich hier gerade auf Euro Truck. Sonst endet das hier noch an einem Malheur. So, da hat es gerade geleckt. Ganz nett. Muss ja natürlich auch genau da jetzt so kommen. So, gut, jetzt fahren wir hier langsam mehr. So, wir müssen jetzt ja eigentlich nach links zu Euro Goodies, aber wir fahren. Oh, geradeaus. Ey, der hat so scheiße gebremst. Wir fahren jetzt nämlich hier rechts schlafen. So. So. Und damit sage ich dann mal Licht aus und gute Nacht. Gut anfangen, Sie haben 10 Taten abgeschlossen. Okay. 10. Achso, ach! Ja, ja, okay. Taten sind immer die Dinger, die ich da vorlese und davon habe ich 10 abgeschlossen. Haben wir 10 abgeschlossen. Okay. Ja, ja, da muss man was gucken. So, wir fahren jetzt rechts. Und ja.
haben erstmal Rot. Nein, es war Rot. So, jetzt biegen wir hier links ab und ja, jetzt wird es hier auch möglichst zu Ende gehen. Nein, okay. Also, Ubisoft möchte im Sommer eine zweiwöchige geschlossene Beta-Phase zu Far Cry 3 starten. Allerdings soll dies nur Konsolenversion betreffen. Oh mein Gott! Die PC-Spieler unter euch gehen wohl oder übel leer aus. Durch die Beta dürft ihr 2 Wochen lang den Mehrspielermodus des Ego-Shooters austesten. Bis zu 16 Spieler tummeln sich dabei auf mehreren Karten. Zur Verfügung stehen euch bis zu 6 Klassen und mehreren Modi. Und jetzt packe ich einen, ohne hinzugucken. Ich hab noch nicht fertig gelesen. So, okay. 9.320 haben wir bekommen. Wir haben 31.180 Euro. Das ist jetzt unser höchstes Geld, was wir hatten, glaube ich. Naja, okay. Jetzt gucken wir hier erstmal weiter. Wie ihr genau einen Platz in der geschlossenen Beta ergattert, ist noch unklar. An einen der begehrten Keys gelangt ihr über die Facebook-Seite des Spiels. Spieler aus Nordamerika sichern sich darüber hinaus einen Platz durch den Kauf von Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier bei GameStop. Was ist jetzt Eurogame dort nicht? Oh, wir haben einen Stern abgeschlossen. Das gucken wir uns gleich noch an. Da habe ich bestimmt noch einen Namen für den Part hier. Ach, nicht Karriere hier. Legen Sie 6000 Kilometer mit einem beladenen Anhänger zurück. Sehr schön, das haben wir geschafft. Und das soll auch so sein. Und jetzt gucken wir hier. Expandieren könnten wir momentan schon nach Niederlande. Wollen wir nicht? 25.000, nein. Ist auch ein Haufen Geld. Schweiz hat nur eine Stadt, aber hier 6000 mehr. Spanien 2 Städte. Ganz okay. 58.000 Deutschland ist teuer. Deswegen würde ich erstmal Spanien nehmen. Dann können wir nämlich von Bordeaux aus nach... Ach nee, warte, Spanien hat nur Madrid, oder? Spanien 2 Städte. Egal, dann können wir nach Spanien fahren. Madrid und Barcelona, genau. Dann da. Dann haben wir längere Strecken unter anderem. Und verdienen mehr Geld. Und dann können wir danach bestimmt auch noch in weiteren Länder explodieren. Verdienen wir mehr Geld. Auf jeden Fall war es das erstmal mit dem... mit diesem Part. Wir können ja hier nochmal kurz gucken, was gibt's noch sonst zu Far Cry 3 zu sagen. Es erscheint voraussichtlich am 6. September 2012 für PC, PS3 und Xbox 360. 6. September 2012, das sind noch ungefähr einige Monate. Ich hol's mir für PC und ja, ne, Far Cry 3. Ihr könnt ja unten in die Kommentare mal schreiben, was ihr so von Far Cry 3 haltet oder auch von dem neuen Assassin's Creed 3. Der Assassin's Creed 3 wurde ja schon angefangen zu programmieren direkt nach Assassin's Creed 2 und Brotherhood und Revelations waren ja bloß so Zwischenprojekte, die alle Assassin's Creed 2 mehr oder weniger erweiterten, also Assassin's Creed 2 und dann war das halt so 2.1 und 2.2 mehr oder weniger, also Brotherhood und Revelations. Gut, ich will hier nicht weiter reden, was hier so ein in die Länge ziehen des Projektes, aber es wird eh nur ein Part, es ist egal wie lange ich rede. Jedenfalls machen wir den Motor aus und sehen uns dann beim nächsten Mal mit diesem schönen Ausblick auf eine Baustelle. Okay, gut, naja, egal, ne? Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.